Sehr verehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, Kollegin Werner, Kollegen von den Linken, zuerst mal die Bemerkung vorweg. Verantwortung tragen verträgt keine Skandalisierung, keine Verschwörungstheorien und schon gar nicht das Schüren von Ängsten, denn das ist es nämlich, was Sie tun. Sie arbeiten mit Andeutungen, mit Unterstellungen und alles unter der Prämisse, auf den Wahrheitsgehalt kommt es nicht so sehr an. Irgendwas, hauptsächlich die Angst, wird schon hängen bleiben. Aber ich stelle heute fest, es verfängt nicht, meine Kolleginnen und Kollegen. Denn wenn ich sehe hier die Resonanz, dann verfängt sich dies nicht. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, eins ist doch unstreitig. Parteiübergreifend und Beschlusslage dieses Hohen Hauses seit 2010 ist die langfristige Vision einer atomwaffenfreien Welt. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Position ist da recht klar. Die Bundesrepublik zählt zu den Unterzeichnern des Kernwaffensperrvertrags, in dessen Rahmen als sogenannte nukleare Teilhabe auch Einheiten der Bundeswehr mit Nuklearsprengköpfen ausgestattet werden können, die sich in Deutschland befinden. Dies trifft heute nur noch auf Büchel zu und ich sage, ein Relikt aus einer Zeit, in der allein die Vereinigten Staaten zeitweise 5000 Nuklearwaffen in Deutschland stationierten. Meine Kolleginnen und Kollegen, jedoch die politischen Entwicklungen in den USA und in Russland veranlassen uns, genau hinzuschauen. Hinzuschauen, einzugreifen und unseren Einfluss als Bundesrepublik geltend zu machen, dort, wo das Ziel der atomaren Ausrüstung droht, aus dem Blickfeld zu geraten. Dass Deutschland dies zu leisten imstande ist, das haben wir im Fall der Atomverhandlungen mit dem Iran, dem 3+3, unter Beweis gestellt. Unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat Hervorragendes geleistet. Auch der ununterbrochene Einsatz Deutschlands für die Lösung im Ukraine-Konflikt zielt letztendlich auf Abrüstung und die Verhinderung neuer Aufrüstung. Und doch, meine Kolleginnen und Kollegen, mussten wir sehen, dass West und Ost allzu schnell in überwunden geglaubte Muskelspiele zurückgefallen sind. Muskelspiele, Abschreckung, Angst, Misstrauen. Es kann kein höheres Gift für die Abrüstung geben. Und deshalb warne ich davor, verbal ständig aufzurüsten. Wenn wir heute über Atomwaffen debattieren, dann muss doch vor allem der Vision einer atomwaffenfreien Welt das Leben eingehaucht werden und in praktische Politik konkretes Handeln übersetzt werden. Und dazu gehört, so wie es die Koalition auch vereinbart hat, erstens die nachdrückliche und wiederholte Forderung an alle Kernwaffenstaaten, die Bestrebungen zur nuklearen Abrüstung voranzutreiben und zu verstärken. Zweitens die Intensivierung der Gespräche über weitere kernwaffenfreie Zonen. Und drittens, und dies als letzten Schritt, auch der endgültige Abzug aller Atomwaffen, dann auch aus Deutschland. Meine Kolleginnen und Kollegen, vergessen wir jedoch nicht, genauso wichtig wie die Abrüstung von Atomwaffen ist die der Kleinwaffen, der Streumunition, vollautomatisierter Waffensysteme, um nur einige zu nennen. Die Liste der weltweit geächteten Waffen und Waffensysteme muss noch länger werden, wenn wir ihren zerstörerischen Einfluss auf Frieden und Stabilität reduzieren wollen. Visionen und Ideen zur Abrüstung und einer atomwaffenfreien Welt sind nicht neu. Und immer wieder setzen sich Politiker weltweit auf die Agenda, wie Barack Obama 2009 in Prag, damals frisch ins Amt gewählt. Und mindestens genauso oft erfahren die Ideen herbe Rückschläge. Das Wiederaufbrechen alter Ressentiments, wie im Zuge der Ukraine-Krise, gehören sicherlich als Negativbeispiel dazu. Dennoch dürfen wir nicht den Fehler machen, aus wertvollen und mächtigen Ideen unerreichbare Utopien zu machen, indem wir uns scheinbar realpolitische Denkverbote erteilen. Und genauso wenig macht es Sinn, die Modernisierung von Waffen in Büchel über die Gebühr zu skandalisieren und eine Abkehr von unserem Abrüstungsversprechen der deutschen Politik zu behaupten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Kolleginnen und Kollegen, die SPD war und ist bereit, wie sie es über mehrere Legislaturen gezeigt hat, diese oft kleinteilige, diese mühselige politische, unser früherer Bundestagspräsident Thierse hätte gesagt, graue, schwere und mühsame diplomatische Arbeit zu leisten und mitzutragen. Die Abrüstung und die Ächtung bestimmter Kriegsmittel, die sie begünstigt, voranbringt. Denn es gibt dazu zur Abrüstung keine Alternative. Vielen Dank.
Nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen.